Moin meine lieben Freunde und sein herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Dr. D. Und ja, wir befinden uns hier gerade in meinem guten alten Gaming-Zimmer. Aber es geht heute nicht um das Gaming-Zimmer, sondern um ein ganz, ganz bekanntes Spiel, das in einigen Tagen auf dem Markt erscheinen wird. Für Xbox und PC. Und vielleicht denken sich eine von euch jetzt schon, was könnte das für ein Spiel sein? Es sind in letzter Zeit sehr, sehr viele Spiele rausgekommen, aber was für ein Spiel kommt jetzt raus und ist schon länger angekündigt worden? Ja, und zwar das gute alte Spiel Forza Horizon, kennen wir alle. Ich habe das 2er auf der Xbox One und wie es vielleicht wissen einige, jetzt am 27. August kommt das Spiel für PC und Xbox One in der Vollversion raus, und zwar Forza Horizon 3, genau. Ja, ich habe ja die Demo-Version, also bin ich gerade dabei, die Demo-Version zu downloaden, und wie ihr sie vielleicht gerade im Hintergrund ein bisschen sehen könnt, habe ich hier ein bisschen die Seite offen, wo man das alles sehen kann. Forza Horizon 3 kommt am 27. raus, wie man hier lesen kann, für Xbox One und PC. Nur für Xbox One, nicht 360 oder so, nur Xbox One. Und ich als alter Rennfahrer mit meinem G27 da hinten werde natürlich auch das Spiel kaufen. Also das ist so, Rennspiele sind sowieso einer meiner Lieblingsspiele, also ist eigentlich ein richtig geiles Ding. Und ich werde mir das kaufen. Für alle, die den Real Boy, ja, ihr kennt ihn alle, den Real Boy, den Crasher Player, den Fürsten, wer könnte noch dabei sein? Weiß nicht, aber wir vier werden auf jeden Fall wahrscheinlich schon fix dabei sein, aufzunehmen. Wir werden sich alle das Spiel für PC kaufen, nicht für Xbox. Weil die Xbox hat nur ich und sonst keiner. Und für Xbox, wenn schon für PC rauskommt, dann kaufe ich es mir natürlich für PC, ist klar. Ich werde es für PC kaufen, und da das Spiel am 27. rauskommt, werde ich natürlich einen Livestream machen. Und zwar der 27. ist ja der Samstag, und ich muss mir das Spiel natürlich downloaden und so alles, und mein Internet ist ja nicht das Beste. Deswegen wird am 28., also den Sonntag, ein Livestream kommen über Forza Horizon 3. Einfach ein Gameplay. Ihr könnt dann auch mitspielen für Leute, die das Spiel dann zu dem Zeitpunkt auch schon haben. Aber da, warte mal, ich lade mir es, oder bin gerade derzeitig dabei, auf das, was ist jetzt, aktualisieren, ja, komm mal. Genau. Ich bin dabei, das Spiel selbst gerade zu downloaden. Wenn es mir jetzt endlich mal angezeigt wird. Da. Hier. Genau. Muss das Ding noch öffnen und dann sind wir schon startklar. Genau. Ich habe es jetzt gerade pausiert, weil ich im Internet ein bisschen surfe derzeitig. Ja, und wenn du jetzt. Ich weiß was. Aber so läuft das. Es sind 18,34 GB. Also morgen, kann sein, dass morgen am Mittwoch, vielleicht auch schon heute, weil wir es gerade 23 oder 32 haben, dass am Mittwoch schon ein Livestream kommt, aber ein kurzer, so einfach nur anzocken. Das wird dann am, ich weiß nicht, vielleicht auch wieder 2 Stunden sein, irgendwie sowas. Auch natürlich wieder um 20 Uhr werde ich wieder starten. Also für alle, die dabei sind, kommt mit vorbei. Und ja, das war's eigentlich dann mit der Ankündigung derzeitig von Forza Horizon 3 schon mal. Mehr kann ich auch derzeitig noch nicht freigeben, welche Autos es gibt. Ja, es gibt einige. Und Audi, für alle, die es nicht wissen, ich bin übertriebenster Audi-Fan. Und natürlich wird mein erstes Auto ein Audi sein, ist natürlich klar. Aber ja, nix aber. Das wär's dann auch schon.
Wirklich, morgen kommt dann der Livestream am Mittwoch um 20 Uhr für alle, die dabei sind, würde ich mich richtig, richtig freuen. Auf YouTube wieder. Und ja, bedanke mich natürlich jetzt herzlich auch schon dafür. Hoffe, euch wird das Let's Play mal gefallen. Es werden sehr, sehr viele Videos kommen. Und ja, aber ich will nicht zu viel spoilern jetzt gerade. Ich bin auch selber gerade richtig gespannt, wie das Spiel werden wird. Ob es besser als Forza 2 ist oder ob es besser oder schlechter ist, ich weiß es nicht. Kann man nicht sagen, da die Vollversion noch nicht draußen ist. Aber sobald sie draußen ist, werden wir das natürlich alle gemeinsam miteinander bewerten, wie das Spiel ist. Und ja, mehr hätte ich derzeit nicht zu sagen. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.